Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Dobbiamo fare uno sforzo in più. Dobbiamo farlo insieme. Abbiamo dovuto chiudere. Viviamo qua al maneggio. Esatto. Abbiamo 48 cavalli da gestire. Airport in Khartoum, in my country, was locked and now I'm waiting. Es hat alles eine Langsamkeit bekommen, die teilweise die meisten von uns gar nicht mehr kennen. Ich merke im Moment vor allem, wie privilegiert ich bin. Ich habe eine Familie, mit der ich meine Zeit verbringen kann. Ich denke da sehr viel an Menschen, die ganz alleine sind. Everything you are were in the middle of doing as achieving your goals, it all stops, it has to stop. Alles geht im Bach runter so langsam. Ich finde toll, was passiert jetzt. Wir spielen Computerspiele, das war früher so ein Ding, ich weiß nicht, mit 15, 16. Mittlerweile kommt das wieder ein bisschen, dass man sich weiß nicht, zusammen verabredet online und dann einfach mal ein paar Stunden spielt und währenddessen unterhält man sich einfach. Oh, siccome c'è più tempo, facciamo più telefonate per chiedere come stanno ai genitori, ai parenti, agli amici lontani. Da die Grenze zu sind, die innere Grenze, gibt es kein mehr, weißt du? Auch durch Internet, mein ich, weißt du? Und egal, wo die Person ist, weißt du? Ganz viele Sachen, auf die wir verzichten müssen, gar nicht unbedingt Verluste bedeuten müssen. Es kann auch heißen, dass wir mehr Zeit gewinnen für unsere Bücher, die seit Jahren gelesen werden möchten, oder einfach mehr Zeit für uns selbst. Dieses Wort unmöglich hat jetzt eine ganz andere Gewichtung, weil man weiß, nichts ist unmöglich. I can live my life carefree, but no. This mentality won't find itself in most people. People will think more about extreme problems in our world, such as maybe global warming, maybe how this will affect us in the near future. We have to make preparations for the worst. Die Umwelt, das ist ja auch so eins von diesen Problemen, das weit in der Zukunft liegt, nicht fassbar ist, wie so ein Virus eigentlich. We're just transitioning from dictatorship, decades of dictatorship, into what we hope will be democracy. If, for example, a coup happens, people will be careful, will be scared, they won't be going out on protest because of coronavirus. Ich denke, dass diese ganze Corona-Sache einen Stresstest für die Demokratie bedeutet, weil wir sehr viele Freiheitsrechte gerade verlieren. Und da muss es ganz klar sein, dass das wirklich zum Schutze der Menschen ist. Und da ist auch die Wissenschaft sehr gefragt, weil sie natürlich auch überprüfen muss, inwiefern diese ganzen Maßnahmen verhältnismäßig sind und notwendig. Wenn die Panik da ist und wenn die Probleme da sind, dann werden die Extreme und vor allem auch dieses Rechtsextreme, die Leute werden relativ leise, weil sie keine Ahnung haben, was sie tun sollen. Aber was danach passieren wird, wenn es allen schlecht geht, ob das dann wieder zu einem Anstieg des Populismus führen wird, das kann ich mir irgendwie durchaus vorstellen. Limitando al massimo il rischio nostro di farci male, perché se ci facciamo male allora dobbiamo andare all'ospedale. In questo momento gli ospedali sono tutti pieni. Es wird ständig gespart in diesem Bereich und ich hoffe es, dass das jetzt alles irgendwo ein Ende hat. Die wenigsten sterben gesund, sage ich jetzt mal. Ich hoffe inständig, dass ich da eines Besseren belehrt werde und dass es doch alles irgendwie umgestellt wird. Aber in unserer Gesellschaft kann ich mir das nicht vorstellen. Statt einen Schritt nach dem anderen verlangt jeder von uns drei Schritte irgendwie gleichzeitig zu machen, wobei man nur zwei Beine hat. Also es geht gar nicht. Das, was gefordert wird, kann man teilweise gar nicht leisten. Ich hoffe, dass es jetzt einen humaneren Umgang einfach gibt, miteinander auch. I think this situation will make the world understand that we're all in the same ship. And we should understand that we're facing this problem together. And I think this will make us even stronger. And this will unite all of our countries and nations together.